Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Spiel Center to Studio oder wie den heißt hier. Die war so, wenn ich die Geräusche gehört habe. Moment mal, schauen wir hier rumkreucht. Ansonsten. Oh, Gäste. Wir haben Besuch. Oh, da sind so viele. Nee, nicht ja. Ja, red dir mal dazu. Wir müssen unser Grundstück hier sauber halten, ne? Wir sehen drei Stück. Also diejenigen, die nachts immer so leer machen. Oh, sauber. Brutal. Oh, brutal. Aber das muss sein. So, schau mal schön nach der Mine. Und zwar muss ich, oh, das sind herrliche Bäume. Oh, das ist ein Riesending bei. Die wachsen gerade oder sieht so aus? So. Ich höre Schritte. Wenn ich Schritte höre. So, die Minen sind nämlich hier genau geradeaus zu. Das ist Kohle und links ist Eisen. Ich will aber nicht am Tage rangehen, sondern schön unter dem Tage. Ja, mach den mal kaputt. Ja, genau, Resseltloch, da bist du genau richtig. Tja, wir sind ein bisschen angeschlagen. Das heißt, sie werden ein bisschen mal hier im Haus aufhalten. Probier es mir gerade Alarm, hier irgendwas faul ist. Hoffen wir, dass es einigermaßen klappt. Das heißt, oh, wollte mal gucken. Wollte mal schauen, welche Richtung ich graben muss, ne? Zumindest mal durch die Wand durch. Richtung Süden. Müssen wir ganz kurz abschätzen. Praktisch von der Ecke. Ja, von der Ecke vom Haus geradeaus zu und dann rechts und links. Da kriegen wir hin und zwar Richtung Süden. Hier wäre der Norden oder woanders hingehen.
Weil ich möchte mir einfach ein bisschen genießen, sagen wir so, ne? Bevor ich mich hier wieder der Erkundung widme und Ressourcen sammle, würde ich mal erstmal hier im Keller XP auffrischen. So. Mach mal das Feuer auf. Entschuldigung. So, das East, Nord, Westen. Süden. Also von der Ecke, also. Von der Ecke. Das war doch richtig. Ah, das ist die andere Ecke. Hm. Gut. Dann mal kurz schätzen. Die Steine. Das kostet halt ein bisschen Energie. Aber solange wir halt tot sind ungefähr, kann man hier ganz gut sich erholen, Anführungszeichen. Ne? Vielleicht können wir noch was kochen lernen und dann können wir ein bisschen Fleisch kochen. Das ist gesünder als das Gebratene, weil das Gebratene gibt nicht so viel Energie. Noch haben wir Stein. Soll ich mal ganz kurz die Ressourcen reduzieren? Und zwar die macht nämlich dann OBS-Probleme. Das wäre nicht schlecht, wenn wir hier übertragungsmäßig Probleme kriegen. Die werden wir alle brauchen, die Steine irgendwann für Zement. Herstellung oder Bruchsand für Beton. Die sind nicht umsonst. Ein Fertigkeitspunkt, Mensch, warum nicht wissen mehr? Lehm. Könnte der Stein deine Ohren? Der da im Prinzip steht. Gut, dann lernen wir jetzt kochen. Und zwar Essen. Das Essen. Ich habe nämlich Hunger. Jetzt auch noch eine Kiste. Haben wir den Raum nicht durchsucht? So. So.
Gekochtes Fleisch. Oder gegrilltes Fleisch. Was besser? Topf haben wir auch, einen Grill, den haben wir auch. Das heißt, jetzt können wir Fleisch kochen. So. Fleisch. Haben wir auch Fleisch im Inventar? So, ja, dann kochen wir ab. Beziehungsweise werden wir das grillen. Wir wollen ja nicht leben wie die schlechten Menschen, ne? Sondern ganz gut. Gutes Wildbrett, also gutes Wildweine. Das stärkt nochmal gewaltig. Oh, noch ein Stück Fleisch. So. Ich glaube, wir haben oben Wasser oder haben wir hier Wasser? Was haben wir hier? Einmal. Das haben wir oben. 7. Dann schauen wir oben nach, ob wir noch Wasser haben. Ansonsten müssen wir uns Wasser holen. Und ein bisschen erholt haben wir uns auch schon. Auf 94, auf 96. Ja, wer gut ist, wird auch schnell wieder gesund. Hier haben wir unseren Hammer gehabt. Aber wie gesagt, man findet man das, was man hat. Nehmen wir Wasser runter, das ist ganz gut. Bretter auch, das brauchen wir unten sowieso. Fett eigentlich für... Ja, Silver Nuggets, weiß ich zurzeit nicht. Papier, weiß ich auch nicht, zurzeit nicht. Das haben wir auch unten. Honig, ist immer gut. Leere Dosen haben wir unten auch. Nägel haben wir auch. Bisschen Chili, für den Fall des Falles mal Reserve. Leere Gläser. Juckt die Nase. Ihr müsst ja noch lernen, wie man eine Schaufel herstellt aus Eisen. Das wäre nicht schlecht, wenn man es wissen würde. Da haben wir noch Federn. Entschuldigung. Dann können wir bei der Gelegenheit Fackeln herstellen. Müsste eigentlich schon können. Ah, das Fleisch machen wir nicht darauf. Da habe ich doch ein bisschen Ekel. Schon genug, schon denselben
im Gepäck ist, ne? Also Fleisch haben wir genug im Nachbarstall, also das ist mal sicher. Das kann man unsere Werte anschauen, ob wir essen müssen. Ja, kann ich schauen. Gibt mal gekochtes oder gegrilltes. Das macht. Glaube ich egal, ne? So, Nahrung geht auch in der Höhe, passt. Dann können wir ein bisschen pickern. Irgendwo haben wir eine Schaufel gehabt. Temperaturkit, den wir noch brauchen. Schaufel. Zwar von uns auch Stein, aber egal. Knochen. Weil nämlich wir wollen noch ein bisschen in die Erde rein. Ich will die Mine haben. Ich will die Kohle und Eisen haben. Das war aktuell nicht so wichtig. Aber. Wir müssen da mal hin, zur Mine. Da soll ich wieder eine Stahlschaufel besser. Aber haben wir ja nicht, ne? Zurzeit gehen wir Richtung Südosten. Im Süden, an der Ecke war Kohle. Ja. Upp, ist deine. Stein. Oh, wir haben Kopf. Hauptsache, von oben kommen die nicht durch. Lehm. Wir arbeiten uns vor. Durch den Maulwurf heute. Das ist natürlich typisch. Aber lässt sich aber gut billig und einfach reparieren. Nach Süden und Südosten müssen wir gehen. Um zur Kohle zu kommen. Und später zum Eisen.
Sieht gut aus. Wenn wir Eisengitter herstellen können, dann können wir uns auch hier barrikadieren. Ne? Bauen wir so ein Ding vor und dann kommt hier keiner rein und von innen drin alle abballern. Wenn sie nicht von oben kommen, ne? Nicht so tief. Mal schauen. Ja. Oben im Besuch. Wenn man gleich mal Empfang nehmen. Ja, Schrank. Ah, da war die andere schon, die ich probiert habe. Ja, mal gleich mal hochgehen. War noch nie schon wieder hier. Nachladen. Wahnsinn. Hab ich das übersehen? Also ich muss öfter mal genauer hinschauen. Hör ich mal, wo was kommt, ne? Muss ja hier irgendwo gewesen sein. So, ungefähr hier in der Mitte sind wir. Süden, wir gehen Südosten, na, das passt. Wenn wir irgendwann auf Kohle und Eisen stoßen. Also hier ist keiner zu sehen und zu hören. Gut, ich habe schon Gespenster. Leider nur ein Holzhaus. Eine Holzdecke. Und die Türen halten auch keinen zurück. Gehen wir in den Keller. So, wir haben schon Lehm gesammelt und Steine, das ist gut. Gut, hat die OBS gefangen, weil das Spiel ist ja auch extrem wie hoch, ne? 70% von der Grafikkarte. So, liebe Schauer, das soll es zwar gewesen sein.
Hier graben wir mal nicht weiter. Machen wir eine Pause. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Und danke fürs Reinschauen. Tschüss.